So, willkommen liebe Gameswelt-Catcher. Man darf ja Catcher eigentlich nicht sagen, aber wir reiten mal auf der Klischeewelle. Zur WWE 12 Countdown-Videowoche. So, Big Show hat mir gerade hier verraten, dass er gerne mal mehr ins Rampenlicht treten möchte. Und das geht bei WWE 12, das ist nämlich ganz einfach, denn wir können eigene Szenarien erstellen. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf, klicken auf Neu. Und dann verhelfen wir mal Big Show zu glorreichen Ruhm. Oder zu einer lustigen Fehde. Wir überspringen das Tutorial, suchen uns am Anfang eine Show aus, in der unser Szenario bzw. unsere Szenen und unsere Fäden stattfinden sollen. Wir klicken einfach mal auf Raw und fügen einen Moment hinzu. Wir können da am Anfang auswählen zwischen Match und Szene, aber wir brauchen ja bis jetzt noch kein Match, denn wir brauchen erstmal einen Grund für ein Match. Dann lädt es ganz kurz. So, und hier sehen wir schon zwei Wrestler, die sich gerade irgendwie ein wenig diskutieren. Am Anfang können wir aussuchen, was für eine Animation passiert. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir gehen mal auf Begegnungen und wir klicken mal auf Battlen. Wir suchen jetzt erstmal Wrestler aus. Und da ich mich ja schon gemacht habe, muss ich mal kurz gucken, wo ich bin. So, Ausgangspunkt, Big Show ist ein wenig unzufrieden, denn er möchte mehr ins Rampenlicht. Dann klicken wir mal auf mich. Chris Kuro, da ist er. Kleidungsauswahl, Ring, Einzug, Film. Ich nehme mal Film. Ich habe natürlich auch einen Titel. Den. Ich habe den Undisputed WWE Championship. Genau, und wir brauchen ja noch einen zweiten Wrestler und das ist ja der Big Show dann. So, Big Show. Er ist bereit. Fertig. Gucken wir uns mal kurz an. So, da ist Big Show und er ist einfach total. Er sieht mich und denkt sich: Oh mein Gott, Christian, es tut mir so leid, dass ich im gleichen Ring mit dir stehe. Da können wir die Länge anpassen und wir brauchen jetzt erstmal Text. So, das ist die erste Szene. Soweit. Ich bin schon relativ zufrieden damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit sind wir eigentlich soweit schon fertig mit unserer ersten Szene. Wir klicken auf OK. Szene 1. Battlen. Hinzufügen. Machen wir noch eine Szene, denn Big Show lässt sich das natürlich nicht auf sich sitzen. Wir gehen erstmal woanders hin. Backstage. Umkleide. Denn wie sich entpuppt, hat ihm meine Antwort gar nicht gepasst. Und während ich mich gerade für mein Match fertig mache, kommt er rein und verprügelt mich. Okay, wir machen einen Themawechsel. Ich bin gerade im Interview. Backstage, im Interviewbereich. So, machen wir wieder Besetzung. Hier sehen wir schon mal kurz, wie die Szene aussehen könnte. Ich werde gerade, also das ist im Moment Daniel Bryan, der interviewt wird. Da komme ich aber hin. Machen wir hier kurz. Besetzung 2 ist wieder Chris Kuro, der größte Wrestler aller Zeiten. Ich trage natürlich wieder meinen Titel. So, lädt kurz. Und Big Show wird mich einfach ganz fies angreifen. Und Justin Roberts interviewt mich. Soweit alles gut. Und zwar fragt mich Justin Roberts. So, wir schauen uns jetzt mal unsere Szene kurz an, ohne Text. Ich werde jetzt gefragt: Hey, Champ, was isst du eigentlich am liebsten? Dann antworte ich einfach nur: ich esse am liebsten Kohlrouladen.
Und dann will Justin Roberts gerade noch eine neue Frage stellen und bam, da kommt Big Show und tritt auf mich ein und sagt, ich mach dich platt. So, Big Show hat uns platt gemacht, Backstage, hinterrücks, total unfair. Das prangern wir natürlich an und fügen jetzt ein Match hinzu. Teilnehmer ist natürlich, naja, das bin ich, ne? Chris Kuro. Der beste Wrestler, den es gab, gibt und geben wird. Und es ist kein Titelkampf. Aber ich trete mit meinem Titel ein. Mit dem Undisputed WWE Championship. Und das spielt natürlich der Spieler. Und ich trete an gegen Big Show, weil der braucht jetzt auch mal eine Abreibung. Es ist kein Titelkampf. Und es ist der Computer. Und da ich ja so unfassbar beliebt bin, werde ich auch von Kelly gemanagt. Aber sie ist einfach nur der Computer. Sie steht dabei und cheert mir zu und sagt, wow Chris, du bist voll toll. Ja, es ist ein 1 gegen 1, können wir aussuchen, was für ein Match das ist. Dadurch, dass ich so hinterrücks angekämpft wurde, mache ich daraus, glaube ich, ein TLC-Match. Matchbedingungen können wir noch auswählen. Wir können die Arena aussuchen. Und wählen natürlich den Gamesfeld Uberdome, den wir ja schon beim letzten Mal erstellt haben. Siegesszene kann angezeigt werden. Soll irgendjemand reinkommen und ins Match eingreifen? Verbündete, Chancenausgleich. Man kann man Kommentare bearbeiten, können auch Matchregeln aussuchen, die Umgebung. Sollen Leute am Anfang in den Ring laufen mit ihrer Mucke, können Zeitlimit auswählen. Das lassen wir einfach mal alles so. So, haben jetzt unser Match. Und ich gehe davon aus, wir müssen ja siegen, müssen wir noch eine Szene am Ende hinzufangen. Packen, wie ich irgendwie feier. Wir machen jetzt noch so eine coole Szene, wo wir einfach mal von ausgehen. Ich habe Big Show total verprügelt und dann feiere ich im Ring. Nach dem Match. Feier. Ich. Im Ring. Müssen jetzt natürlich müssen wir mal kurz auswählen. Ich bin an erster Stelle. Man darf ja keine Kontinuitätsfehler haben. Deswegen, ich bin ja auch im Ring. Also ich wurde ja begleitet von der wunderbar attraktiven Kelly. Und die kommt dann natürlich dazu und beglückwünscht mich und sagt, wow Chris, ich wusste, dass du es schaffst. Ich trage auch meinen Titel. So, brauchen wir noch Kelly. Und Heath Slater wird ersetzt durch Big Show. Schauen wir mal eine kurze Ladezeit, dann schauen wir uns an, wie das Ergebnis aussehen könnte. Yeah, da bin ich. Ich jubel. Wow, ich bin voll glücklich, dass ich diesen Riesenkoloss besiegt habe. Und dann kommt Kelly rein und sagt, wow Chris, ich wusste immer, dass du es schaffst. Hier, schaut ihn euch an. Und dann ist das schon zu Ende. Mal gucken, vielleicht machen wir noch, Sound hinzu. Das Publikum. Reaktion ist einfach, was gibt's denn noch? Jubel, Klatschen, Lachen. Oh, mit Applaus. Oh, Überraschung. Ne, sie machen Yeah. Und hier gibt's dann, weil ich klatsche, klatschen sie mit. Perfekt. Und dazu machen wir noch Emotionen. Ich lächle. Kelly lächelt. Und Big Show ist wütend. Perfekt.
Und dann gibt es natürlich, weil es auch das Main Event war, noch das Showende, dieses Logo. Das kennt man ja, wenn Raw immer sich dem Ende neigt und irgendwas Krasses passiert ist, dann sieht man unten links immer so dieses Trademark, so WWE 2011. Damit man weiß, okay, das sind sozusagen die Credits. So, sind fertig. Haben unsere Fehde sozusagen abgeschlossen. Wir machen mal eine kurze Vorschau. Geben dem Szenario noch einen Namen. Das ist jetzt unser kleines Szenario. Fassen wir mal kurz zusammen. Big Show, wir treffen uns mit Big Show im Regen. Er sagt, ja, ich brauche deine Hilfe, ich will nämlich deinen glitzernden Gürtel. Wir sagen, nö, kriegst du nicht. Dann werde ich im Backstage-Bereich von Justin Roberts interviewt. Er fragt mich nach meinem Lieblingsessen. Ich sage Kohl Roulade und dann werde ich von Big Show hinterrücks attackiert. Dann gibt es das TLC-Match, in dem ich Big Show böse eins auf die Mütze gebe und am Ende feiere ich mit der wunderschönen Kelly Kelly im Ring. So, wir speichern kurz unser Szenario und schauen uns mal unser kleines Werk an. So, hey Big Show, was machst du in meinem Ring? Ich brauche deine gütige Hilfe, Chris. Ja gut, worum geht's schon? Ich will deinen Gürtel, der glitzert. Nö. Und dann gucke ich ihn noch ein wenig an, weil beim Wrestling ist das ja immer so ein bisschen sehr theatralisch. Und sagt dann noch irgendwas, was das Mikro nicht aufgenommen hat. Wahrscheinlich sage ich, ich mag deinen Bart nicht. Und ja, Big Show ist sehr traurig. Das findet er nicht gut. Deswegen beschließt er, mich aufzusuchen. So, Justin Roberts fragt, hey Chris, was isst du eigentlich am liebsten? Und ich sag, Kohlrouladen. Und dann hört man nur von Big Show schon weit aus dem Hintergrund, ey, ich mach dich platt. Und gerade als ich antworten will, bam, schlägt er zu und macht mich platt. Weil er wiegt ja auch, glaube ich, nur 300 Kilo. Und kurz bevor ich da in Ohnmacht falle, sage ich noch, ey, das kriegst du wieder. Aber das hört man nicht mehr. So, es ist später am Abend. Ich bin wieder auf den Beinen und komme zum Ring. Ich Berlin, Germany. Mit meinem selbstgemachten New York Knicks Trikot. 485 Pfund. Das wird keine leichte Aufgabe. Noch lächelt er. Und ich denke mir schon, oh, Big Show. Komm mal rein. Meine Hamsterbacken sind gefüllt. Kriegst einen auf den Latz. Zack. So, wir gehen davon aus, das hat schon gereicht. Klicken auf den nächsten Moment, denn wir prügeln uns jetzt ein bisschen. Spannendes Match, dauert ungefähr eine Stunde. Dramatik pur. Er schmeißt mich aus dem Ring auf drei Tischen, wo oben drüber noch eine Leiter liegt. Aber ich komme wieder zurück, zeige ihm irgendwann meinen Finisher und kann das Match für mich entscheiden. Und dann sieht man, wie ich jubel. Yay, ich jubel. Und die wunderschöne Kelly Kelly kommt rein, die mein größter Fan ist und sagt, hier, das ist der Champ. Und damit endet Raw. Und damit endet unser kleines, sehr realistisches Szenario. Man kann natürlich noch viel, viel mehr machen. Man kann es dann im Endeffekt auch hochladen und von anderen Leuten runterladen, die wahrscheinlich auch ein wenig realistischer Szenarien erstellen. Definitiv eine feine Sache. So gibt es unendlich Content und Storylines, die man nachspielen kann. Ja, und das war's von mir. Mach's gut.